Gott eigentlich Urlaub? Du sollst Urlaub machen, so steht's in der Bibel. Dankenswerterweise und mit gutem Grund. Wörtlich steht da, gedenke des Ruhetages, um ihn zu heiligen. Oder wie Martin Luther es übersetzt hat, du sollst den Feiertag heiligen. Eine seltsame Vorschrift, finde ich. Sie steht in einer Reihe mit Geboten wie, du sollst nicht stehlen, nicht töten, nicht lügen, über die wir mit allen Religionen der Welt und wahrscheinlich auch mit allen nicht-religiösen Menschen uns einigen könnten. Das Gebot, einen Ruhetag zu haben und einzuhalten und ihn zu heiligen, ist aber eine jüdisch-christliche Besonderheit. Offenbar hat Gott gewusst, wie sehr den Menschen sein Tagwerk gefangen nehmen kann. So sehr, dass er über seine Geschäftigkeit alles andere vergisst und Gefahr läuft, seine Arbeit zur Religion zu machen. Ein besonderes Arbeitsgebot ist deshalb gar nicht nötig. Wohl aber die Mahnung, regelmäßig eine Pause einzulegen. Gott selbst macht's uns ja vor. Nach 6 Tagen Schöpfung gönnt sich Gott einen Urlaubstag. Der Mensch wird am 6. Tag erschaffen, und sympathisch ist dabei, dass gleich der 1. volle Tag in unserem Leben auf der Erde ein Ruhetag ist. Für Dietrich Bonhoeffer bedeutet das, die Feiertagsruhe ist das sichtbare Zeichen dafür, dass der Mensch aus der Gnade Gottes und nicht aus seinen Werken lebt. Das regelmäßige Pausieren von unserer Arbeit an Sonntagen und im Urlaub, das ist für uns überlebensnotwendig. Es hilft uns körperlich und geistig zu regenerieren. Und es gibt Raum, mit Abstand auf unser Leben zu schauen und drüber nachzudenken und es immer wieder aus höherer Perspektive zu bewerten. Urlaub unterbricht den Alltag. Und jedes Unterbrechen kann auch ein Aufbrechen bedeuten. Plötzlich stellen sich existenzielle Fragen, die in der Mühle des Alltags oft kein Gehör finden. Und so widersetzt sich der Urlaub, wo auch immer wir ihn verbringen, der Logik unseres eigentlichen Funktionierens. Die Zeit steht dadurch ein bisschen still und wir gewinnen für einen Moment Abstand. Gott betrachtet nach der Arbeit sein Werk und sagt, es ist sehr gut. Nehmen wir uns eigentlich genügend Zeit zum Loben, zum Danken, zum Freuen? Gott braucht vermutlich keinen Urlaub, aber wir Menschen. Und Gott begegnet uns in unserem Urlaub, auf dass wir wieder Kraft tanken und den Geist erneuern. Und somit wünsche ich euch und Ihnen eine gesegnete Urlaubszeit.